Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind immer noch in der... Ja, was heißt immer noch? Zweite Folge, dritte Folge jetzt erst. Und ich hoffe, dass es jetzt besser läuft, ohne zu ruckeln. In den erhabenen Ebenen. Die letzten zwei Folgen war ja nach meinem... erbärmlichen Computerabsturz nicht so prickelnd. Ich bin immer noch mit dem Aufnahmeprogramm ein bisschen am Tricksen. Ich hoffe aber, dass die Aufnahme jetzt ruckelfrei läuft. Sorry dafür, wenn die letzten beiden Folgen nicht so prickelnd waren. So, wir haben den Riss hier gesehen. In der letzten Folge. Ich denke, sollten wir einen Angriff nehmen, oder? Wenn wir schon mal hier sind. Wir haben zwar kaum noch Heiltränke, aber egal. Können wir irgendwas sehen, welches Level die hier so haben? Die Level 13. Kommen die alle an die Schüssel? Was? Oh, 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 oh. Hallo? Machen wir jetzt die Dicken. Ja, warum? Wegen ihm. Böseres. Alter. Kleine Schweinepriester. Achso, Inquisitor ist tot. Komm, Shira, heb's auf, heb's auf, heb's auf. Schnell, schnell, schnell. Und nimm mal einen Heiltrank. Nimm mal einen Heiltrank. Nimm mal einen Heiltrank. Hallo? Darf ich? Okay, letzte Runde. Wer bist du? Ich glaube, den sollten wir... Okay, da. Hallo? Alter, wo ist meine Maus? Da ist ein Dicker. Wo liegt die Ute? So. Wo ist der? Da ist der. Okay. Zwei von vier. Erhöht die Fertig. Also die Ringe, die wir kriegen, ne, die haben zwar die Gegenstandsstufe erhöht sich, aber die Werte sind immer dieselben. Möchte ich mal so feststellen. Wir müssen Heiltränke auffüllen. Dringendst. Oha. Der ist ein bisschen schwach auf der Brust. Ach stimmt, das war ja die Nahkampffähigkeit. Jo. Jo. Ein Lager der roten Jenny. Dafür machen wir das alles, oder? Genau, Schätzelein. Das war's auch schon. So. Jetzt lass mal eben lunchen. Haben wir irgendwo einen Tisch, den wir, oder ein Lager, was war frei? Da kommen wir irgendwie nicht hin. Ne? Da müssen wir hier vielleicht so rum, aber da kommen wir nicht drauf. Ich weiß es nicht. Hier sehe ich keinen Tisch. Hier haben wir Queste, Queste, Queste. Ja, Lager am Pfad der Flammen. Tja. Hm.
Ja, ich weiß, dass er eine niedrige Gesundheit hat, der Kollege. So, wir wollten eigentlich, wir gehen jetzt unserem ursprünglichen Ziel nach. Wir wollten irgendwie, aber da geht es auch nicht weiter. Von da sind wir gekommen. Vielleicht kommen wir da hoch. Probieren wir es mal. Was haben wir hier? Ja, Blumen. Heute verzichte ich mal auf Blümchen. Ich höre irgendwas. Ja, gut, ich verzichte nicht auf Blümchen. Was ist das? Viridium. Da müssen wir hin. Kommen wir hier hoch? Also Pflanzen gibt es hier ohne Ende. Wir nehmen sie alle mit. Alle. Sieht doch gut aus da, oder? Täuscht es. Täuscht es? Da wird sie wohl hochkommen, oder? Oder nicht? Oder nicht? Oder nicht? Hopf. Hüpf. 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 Komm. Ey, jetzt haben wir nicht, du kommst ja nicht hoch. Doch, doch, komm, da war's doch, da war's doch. Ich hab's genau gesehen. Da war's, da war's, da war's, da war's, da war's. Ja, komm, weiter, 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 weiter. Nein, 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 nein. Tups. So. Wir müssen in die Richtung. Aber von hier unten wären wir hochgekommen. Hä? Aber egal. Was haben wir denn jetzt hier oben? Bloß nicht irgendwie unkontrolliert runterfallen. Beanspruchung. Klabums. Verfallene Arkaden. Die halb verschüttete Arkadenmauer bildete einen einzigartigen Lagerplatz. Mein Wegführer erzählte mir, sie sei einst Teil einer alten elfischen Arena gewesen. Allerdings wird in keiner der Annalen, die ich gelesen habe, ein derartiges Bauwerk in den Ebenen erwähnt. Er bestand außerdem darauf, dass die Spitze der verdammten Ruine zu klettern und schwor, er habe dort königliche Elfenwurzeln gesehen, die aus einer der Spalten wuchs. Aus einer Reise durch die Dells von Lord Horace Metforge. Okay, also mit anderen Worten, außer Elfenwurzel werden wir hier oben nichts finden. Wäre aber sehr deprimierend. Okay. Schlabups. 6 Scherben. Ah. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Da, Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Sehr schön. Können wir dann direkt hier runter? Weil hier oben ist ja nichts. Können wir das? Geht das? So. Blups. Wo ist denn die Scherbe? Auf jeden Fall unter uns irgendwo. Da ist er. Da ist er. Sehr schön. Was ist hier los? Was ist hier passiert? Blut Sarah, wie kommt ihr darauf, ich würde meine Ausbildung nutzen, um ein Tier anzugreifen? Was? Wegen dieser einen Bärenschlagen-Sache? Keine Ahnung, ich dachte einfach, ihr würdet wissen wollen, ob ihr es könntet. Ich meine, ich schieße auch manchmal nur, um zu sehen, ob ich etwas treffe. Oder hat Andraste gesagt, ihr dürft eure Ausbildung nicht zum Spaß nutzen? Zu eurem Spaß, meine ich. Der Bär fände es vermutlich weniger lustig. Ihr habt eine ziemliche Reichweite. Nein, nein, Andraste hat nicht ausdrücklich gesagt, wir sollen keine Bären schlagen. Na also, seht ihr?
Okay, eine Liste. Mitzunehmen sind Schmuck, Kleider, Gebetsbuch, das Schwester Sabri mir gegeben hat. Weine nicht, der von 39, schlechter Jahrgang. Mutters großer Eichenkleiderschrank, der Standspiegel. Passt das alles auf den Wagen? Können wir es mit Seilen festzurren? Alles in den Spielzeugtruhen. Wir müssen die Kinder auf der Fahrt irgendwie bei Laune halten. Wir finden schon einen Weg. Ich habe das leider nicht geschafft. So, kommen wir hier durch irgendwie. Bestimmt, oder? Geht doch. Das ist die nächste Scherbe. Wie sollen wir denn da hochkommen? Mensch. Dann das nächste Lager. Hä? Werden die schon wieder angegriffen? Das ist doch das Lager, was wir ihn befreit haben. Kommen wir da, denke ich mal nicht, dass wir da hochkommen. Nö. Von der anderen Seite? Was ist hier los? Geh mal kämpfen. Was ist denn los hier? Spawnen wir wieder, ne? Okay, wir wollten ja da rum, dann gehen wir hier hoch. Hier wird es wohl irgendwie Obsidian geben. Und kommen wir hier drüber, irgendwie. Oder müssen wir noch hören, dann von da oben. Mich dünkt, das ist des Rätsels Lösung. Da müssen wir dringend mal einen Tisch finden, oder auch nicht. Kommen wir hier hoch. Darüber. Geht das? Nein, 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 anscheinend nicht. Aber da, das muss hier oben. Weil da hinten kommt ein regulärer Weg, der wird wohl nicht richtig sein. Ja, super Explorer, super. Oder wir schauen da auch erstmal. Da geht's nicht. Hier sind wir eben hoch, ne? Da nicht. Da ist noch ein Erz, das nehmen wir mit. Aber wir laufen jetzt. Nee. Hier? Nächste Himmelsscherbe. Auch da oben. Oh, wird das hier überall so Jump-and-Run-mäßig sein? Ist aber gemein. Es ist. Dann gucken wir mal, ob wir da jetzt locker hochkommen. Also, okay. Brauchen wir noch nicht mehr. Hier geht's nirgendwo hoch, ne? Da bringt uns das nichts. Da, ne. Wie kommen wir da hoch? Denke ich mal nicht. Ist ja. Upsasa, komm.
Gehst du hoch? Gehst du da? Gehst du? Hüpf, mein Hase. Okay. Oder vielleicht doch. Aber ich glaube nicht. Also hier wird garantiert. Geschafft. Tatsächlich. Nicht runterfallen, 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 nicht runterfallen. So. Gut. Gut, weil wir jetzt immer noch keine Heiltränke haben. War denn jetzt hier in dem Dörfli? Nee, ne? Da ist... Wir müssen... Lager am Flatefam. Waren wir da jetzt schon? Können wir da hinporten? Reisen. Jo. Machen wir das. Ach, das ist ganz am Anfang. Okay. Dann rasten wir mal eben. Schlabups und Tränke ausrüsten. Tap, 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 tap. Lassen wir den Bienenschwarm. Cassandra, tup. Cassandra kriegt. Auch den. Viermal. Sera, zups. Dorian ist nicht dabei, Blackwell ist nicht dabei, Cole ist nicht dabei, Vivian ist nicht dabei, Solas ist nicht dabei, Beric, ne, wo ist denn der Dicke? Da ist der Dicke. So, und der kann hier... Mächtiges Angriffselixier. So. Das wäre das. Was nehmen wir jetzt? Ja, wir sollten die Point of Interest hier noch machen, ne? Sind ja nicht gerade wenig in dem Gebiet hier. Okay. Okay. Beanspruchen. Das ist schon alles. Hüter des Weges. Auf der Tafel einer Statue steht, möge die ewige Flamme eure Seele reinigen. Okay. So, das nächste ist... Jetzt bitte nicht hier oben irgendwo. Tu mir das nicht an, Spiel. Haben wir das beim ersten Mal gesehen, wo wir waren? Denkmäler für den zweiten erhabenen Marsch. Erinnert euch, als Andraste Streiter erstmals ihren Fuß auf die erhabenen Ebenen setzten, die bei den Elfen Divararen hieß. Halashimrals, finsteres Herz, wurde erobert, aber eine letzte Herausforderung sprachen die Elfen noch aus. All dieweil sie es sich dem Erbauer nicht beugen wollten. Sie versammelten sich auf der Ebene und unsere Streiter stellten sich ihnen. In Andrastes Licht auf dem Pfad der Flamme marschierten Lord Demetrus Aron, Schwester Amity und Sir Brandis vom Lac Celestine, genannt der Silberhelm. So. Und hier oben muss noch was sein. Bei dem. Ah, hier. Okay. Kasum. Auf der Tafel einer Statue steht. Möge das Licht Andrastes euren Geist erfüllen. Danke, mein Freund. Und da sind schon wieder. Wieso spawnen die denn hier? Das sind doch die Rissviecher, ne? So, das haben wir. Nächste Scherbe nehmen wir dann in Angriff. Okay, Kinders. Hallo, ich bin weggelaufen. Scherbe. Was haben wir denn hier alles? Was ist hier?
Werter Herr, anbei die Bezahlung für die letzte Lieferung. Der Lord hat den Fisch sehr genossen, der exakt so zubereitet wurde, wie von euch empfohlen. Wie macht ihr das? Bitte liefert weiter, er will diese Woche noch mehr Forellen. Okay. Aber wir gehen nicht angeln, keine Sorge. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Und dann danke ich dir fürs Zuschauen und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.